Wir sind heute wieder im Disneyland Paris unterwegs. Einen wunderschönen guten Morgen aus dem Disneyland Paris. Ja, ich bin wieder im Disneyland Paris. Ich bin nicht alleine. Sven, Moni und die Lotte ist diesmal mit dabei. Wir verbringen heute den Tag zusammen hier im Disneyland Paris, gehen heute Abend vielleicht noch ins Auberge de Cendrillon essen. Es ist ja ein besonderes Wochenende. Wir sind ja nicht ohne Grund hier, denn morgen startet ja die, das heißt ja nicht mehr St. Princess Celebration, ne? Princess Week. Warum auch immer. Das heißt jetzt Princess Week und die startet morgen und dann gibt es auch ein bisschen was zu sehen. Heute wahrscheinlich noch nicht, aber dann morgen. Also schauen wir uns das morgen alles nochmal ganz genau an. Und heute, wie gesagt, erstmal ein bisschen gechillt. Sven und ich, wir wollen jetzt auf den Avengers Campus. Lotte und Simone, die wollen Minnie Maus besuchen. Da müssen wir nicht unbedingt mit. Plus noch ein anderer, manchmal ist ja Daisy oder die Kuh. Ja, Daisy oder die Kuh kann auch da sein. Von daher egal. Wir gehen zum Avengers Campus. Heute Abend haben wir vor, im Auberge de Cendrillon zu essen. Wir haben noch keinen Tisch, also eine Reservierung haben wir noch nicht, aber wir gehen um 18 Uhr mal hin und klopfen einfach mal ganz vorsichtig an. Vielleicht haben wir ja Glück, wenn wir alles in diesem Video sehen. Wir gehen jetzt erstmal rein. Kann ja mal kurz die Zeit nutzen, wenn ihr morgens hier an den Studios steht, dann ist genau hier der Punkt, wo ihr eure Freundestickets abholen könnt, wo ihr normale Tickets kaufen könnt und ab mittags 12 Uhr eure Jahreskarten verlängern könnt. Das ist direkt hier neben dem Eingang von den Studios. Dürfen wir Sie darum bitten, sich ohne zu laufen zu Ihrer ersten Attraktion zu begeben. Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Vielen Dank. Kleine Planänderung. Wir gehen jetzt doch mit die Kühe gucken, also zu Mini. Ja, ich stehe jetzt hier gerade vom Avengers Campus vor dem Cinemagic Theater und mir ist aufgefallen, dass diese ganzen Absperrgitter ja weg ist. Also man hat schon diese Wartenschlangendinger da noch, aber man kann jetzt einfach auf den Avengers Campus draufschauen. Schon ganz cool. Also das sieht so groß und so leer und so alles aus. Wir stehen jetzt hier am Cinemagic Theater und warten auf Einlass, um die Charaktere in ihren französischen Outfits zu sehen. Also ihr könnt hier Minnie treffen, dann Clarabella, also diese Kuhfrau und manchmal auch Daisy. Also wer jetzt heute da ist, keine Ahnung, wir lassen uns überraschen. Ich bin sehr gespannt und hoffe, dass es bald losgeht. Und nachdem wir dann hier fertig sind, dann geht es endlich zum Avengers Campus. Und da muss ich noch Fotos machen. Ich muss dran denken, Fotos zu machen. Also es gibt keine Kuh. Mir wurde eine Kuh versprochen und es gibt keine Kuh. Naja. Kann damit leben. Ja. Wir schauen besser Simone zu. Oh Gott, nein, das Buch. Simone hat ein Autogrammbuch dabei und die muss jetzt Autogramme sammeln. Tja, jetzt stehen wir hier bei Minnie. Keine Kuh, es gibt keine Kuh. Simone fleißig am Autogramm sammeln. Ja, das war unser Besuch bei Mickey, nee, bei Minnie und bei so, genau, ich wollte Tschüss sagen, das war, reicht für heute, genug gesehen. Wir haben Minnie und Daisy gesehen, mehr wollten wir gar nicht, wir gehen jetzt heim. Nee, also wir sind jetzt auf dem Avengers Campus, haben wir jetzt gerade hier dieses tolle Meet and Greet gehabt, haben uns gerade nochmal den Spider-Bot vorführen lassen und möchten uns jetzt einen Slot reservieren. In 20 Sekunden, oh, wir sind live dabei, ob Simone es schafft. Ob Simone es schafft, uns einen Slot in der Trainingsakademie zu... Weil da ist da nicht mehr was gemacht von dem Ballonschild. Ich hätte es schon gemacht, aber Simone ist schon geübt. Falls ihr wissen wollt, wie das genau geht, auf Simones YouTube-Kanal Moni Maus erfindet ihr ein Tutorial, wo ihr genau sehen könnt, wie man diesen Slot bucht. Ich habe das Video nicht geguckt, deswegen macht sie das jetzt. Es geht nicht, sagt sie. Man sieht dann in ihrem Gesicht, dass sie nervös wird, weil sie darf ja jetzt auch irgendwie nicht scheitern. Ne? Sie hat jetzt diesen Druck. Sie wollte einen Ballon. Ah, die Spider-Man-Ballons sind schon cool. Nein. Oui, Dora Milaje. Je suis un guerrier allié du Wakanda. Et vous? Oh, ça, c'est complètement moi. Ja, wir haben heute tatsächlich das Glück, dass wir den extra Eingang benutzen dürfen, dank der Lotte. Also müssen wir es hier nicht extra lang anstellen, was echt ganz cool ist. Und ich freue mich jetzt auf eine Fahrt. Spider-Man Web Adventure ist eine richtig coole Attraktion und habt ihr ja schon gesehen, also Aufnahmen von drin muss ich jetzt, glaube ich, keine mehr zeigen.
maximum. Mais si vous êtes là, c'est pour nous aider à tester le nouveau véhicule Slinger. Grâce à son protecteur, vous lancerez vos propres toiles d'araignée, comme mon pote Spider-Man. Peter, ta présentation est en train de t'échapper. Oui, j'arrête, chérie, et je te serai reconnaissant de lancer immédiatement le protocole. Peter, il y a un petit problème. Non, si vous voulez lancer une toile, c'est simple comme bonjour. Vous tendez juste les bras dans la direction que vous voulez, et le tour est fait, c'est cool. Peter, Spider-Man continue de se répliquer et... J'active le suivi de mouvement. J'assigne les profils de couleurs individualisés. Calibrage des lanceurs de toiles. Je suis là, Spider-Man. Je suis là, chérie. Vous aurez tout. Nous sommes en route. Ok, sit back and enjoy your ride until we reach the impending disaster. Quoi? Je croyais que le niveau de risque en était encore à danger exponentiel. Ouais, le désastre, c'est bon, juste. Je savais que tu serais d'accord. Un coup d'œil par ici. Chut! Oh, je suis vraiment content de vous voir. Das war Spider-Man Web Adventure. Wenn die Aufnahme mit der GoPro was geworden ist, dann habt ihr jetzt noch ein paar Aufnahmen mit der GoPro gesehen. Wenn nicht, dann nicht. Wir haben es jetzt tatsächlich, die Simone hat es jetzt tatsächlich geschafft, uns einen Slot zu buchen in der Trainingsakademie. Ich glaube, wir haben unten zufälligen Superhelden. Wir wissen noch nicht genau wen. Ich bin mal sehr gespannt, werdet ihr dann aber auch gleich sehen. Und ja, dann haben wir auch, glaube ich, schon alles soweit hier auf dem Avengers Campus erlebt und kommen aber heute Abend nochmal wieder, weil im Dunkeln habe ich den Avengers Campus ja tatsächlich noch nicht gesehen und die Lotte hat schon bestätigt, das sieht hier sehr, sehr ganz cool toll aus. Das schauen wir uns heute Abend mal an. Wir stehen jetzt hier in der Trainingsakademie, hatten gerade dann noch ein Treffen mit ein paar Zuschauern, sehr nett. Na, der muss natürlich, wenn man Superhelden treffen kann, dann muss man uns natürlich auch hier treffen können. Hat gut gehabt. Also wir wissen immer noch nicht, wen wir jetzt hier gleich treffen, das wird sehr spannend. Ich bin sehr gespannt und ja, das werdet ihr jetzt im Anschluss sehen. Hallo! Welcome to the Training Center, guys! Guten Tag! Oh, guten Tag! Ah! Okay. Ja, das ist gut! So, what is the only thing? Guten Tag and tschüss! Das reicht! It's enough! It's enough! So, what is our training today? What are we doing? Oh, so, I will ask you some questions. Okay? Okay. So, who is your favorite superhero? Captain Marvel, Captain Marvel! Really? Yes! Oh my god, thank you so much! Because I'm here, right? No. For me, it's cool because he's hot. Oh, okay. Love it. It's the truth. Yes. And he has long hair, so it's really nice. Okay, man. Yeah, okay. And if you can choose a superpower, which one? Like transforming from one point to another in 1 second? Yeah. Warping. Like, yes, now I'm back home and now I'm... Now I'm Maldives and now I'm... Yes. Yes. Oh, okay. Yeah. Interesting. Speed, flight, invisible. Whoa. Everything. Yeah, yes, yeah. 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 Not only one. Not only one, no. It's not fair. It's not enough for me. I need more. Have you tried some experience outside? Yes. We have been on Web Adventure this morning. Yeah. And how was it? Awesome. Yeah. Yes. Spider-Man. Everything's okay. They are all okay. Yeah. Okay. Under control. Yes. Right. Under control. We managed it. Yes. Thank you so much. Yeah. You must speak with Iron Man. Yeah. About Iron Man coaster, also the flight force. Yes. Yeah. It's. Are you ready for some pictures, guys? Yes. Do we know autographs? Of course. Unser Treffen mit Captain Marvel, ziemlich cool, sehr, sehr hübsch, muss man extra noch dazu sagen. Sehr freundlich, sehr gesprächig, eine richtig schöne Location, macht Spaß. Ja, nochmal, sehr hübsch. macht Spaß auf jeden Fall, also
bucht euch früh genug einen Slot. Ja, aber ist nicht ganz voll. Aber ich suche gleich die Buchstaben erstmal, warte. Die Simone hat sich eine Suppe gekauft. Simone für 11 Euro. Mit den Buchstaben. Eine heiße Tasse für 11 Euro. Ja. Aber die ist wirklich lecker. Also man schmeckt, das zieht, ich habe sie ja schon mal mit Hähnchen gegessen. Ja. Das haben sie aber nicht so schön hier drum gemacht. Egal. Was ist das für eine Geschmacksrichtung? Ja, halt Zitronengras mit ein bisschen Ingwer. Aber nicht scharf. Geschmacksrichtung Spülmittel. Du hast auch eine Gabel bekommen. Aber nicht, ich habe auch einen Löffel. Ah, sehr schön. Aber ich wollte die Buchstaben für euch suchen. Ein E. Ein E wie Emil. Das ist ein ziemlich Glücksrad. Das ist Nudeln. Das ist das Zeichen von Web. Ja. Da war was. Da sind ja Janelen drin. B. Ein B. Ah, okay. Jetzt wird das B. Das W. Das W fehlt. Das W haben wir. Das ist schon. Kann sie das essen? Wieso? Oh nee. Oh, also, ihr habt genug gesehen. Ihr könnt froh sein, wenn ihr kein Geruchsfernsehen habt. Hallo! Es ist Ferry Ultra. Oh. Oh. Ich bin das W nicht, ich hab kein B. Da ist nochmal ein E. Da ist ein E. Zwei E. Oder ist das, das ist das W. Das ist das W. Ja. Ja. Warte, jetzt muss man das noch. Simone hat nämlich gelernt, wenn man das W hoch, das E umdreht, ist es ein W. Und ich weiß, es ist das Buchstabe, das sein soll. Ich esse meine Suppe nicht, nein. Nein, ich dekoriere sie. Meine Suppe esse ich nicht. So. Ich kenne das doch nicht. Struwwelpeter? Wir sitzen jetzt hier am Super Diner, dem ehemaligen Café de Cascadeur, damals mein Lieblingsburgerschuppen hier in den Walt Disney Studios oder generell in Disneyland Paris. Und hier gibt es jetzt Sandwiches zu kaufen und das probiere ich jetzt mal. So sieht das Ganze aus. Ist mit Pastrami und mit Sauerkraut und kostet 11 Euro. Also ist nicht günstig, es ist ein belegtes Brot, was so ein bisschen angeröstet ist. Es sieht gut aus. Ich bin mal gespannt, wie es schmeckt. Und hab mir noch ein Getränk dazu. Ja, noch vom letzten Mal von der Kinderversion. Im Prinzip ist es dieselbe Größe für die Kinderportion, ja. Dass da kein Sauerkraut und keine Gürkchen und so drauf ist. Okay, also die Kinderversion ist ein bisschen entschärft und ist etwas günstiger. Ja. Aber es sieht auf jeden Fall gut aus und es riecht gut. Wir haben die Walt Disney Studios jetzt verlassen und sind jetzt auf dem Weg in den Disneyland Park. Es sind jetzt Flughammer. 13 Uhr gleich. Gleich 13 Uhr? Erst? Erst schon? Ja, wir sind ja schon so lange wach heute. Ja, wegen dir. Wir sind ja so früh aufgestanden. Ja. Spotlight. Wir sind 5 Uhr wach, genau. Ja, freue mich jetzt auf den Disneyland Park, das Schloss wieder zu sehen. Mal schauen, was es so Neues gibt. Wahrscheinlich nichts, aber egal. Wir müssen Fotos von mir machen. Wir müssen Fotos von Simone machen. Pina ist ja nicht da. Pina ist nicht da. Ich mache mein 40K-Foto. Das ist mein einziger Plan. Simone will Pluto treffen im Phantom Manor Outfit. Und Sven möchte Eis essen. Sven möchte Eis essen. Das ist ja gar kein Eis. Das ist es sind Eis. Pläne. Und ich habe euch noch gar nicht erzählt, was ich heute oder was Sven mir beigebracht hat. Sven hat mir tatsächlich was beigebracht und zwar, ich bin jetzt Apple Pay Benutzer. User. Die Welt ist heute für mich so einfach geworden, dass ich einfach nur mein Handy oder mit der Apple Watch ging das jetzt auch, aber das habe ich noch nicht geschafft einzustellen. Aber mit meinem Handy zu bezahlen, das ist so, ich fühle mich so frei. Jetzt kann er noch mehr Geld ausgeben. Ich kann jetzt noch mehr Geld ausgeben und noch viel schneller. Also, wenn ihr die Möglichkeit habt, die Apple Pay zu nutzen, gefallen. Macht das. Das ist mega gut. Und das ist keine Werbung. Keine Werbung. Es gibt ja auch, also nicht immer ist alles wirklich günstig im Disneyland Paris. Das wissen wir. Wir sehen hier ganz tolle, günstige Sachen. Dieses, wie nennt man es, Glas-Ding, Bild, ist ein bisschen angelehnt an die Fenster, die ihr im Schloss findet, kostet 1.000 Euro. Aber es gibt Jahreskartenrabatt. Ja, und es ist limitiert auf 50 Stück. Das stimmt. Es ist schön. Aber nicht für 1.000 Euro. Es ist für 1.000 Euro. Also man müsste es jetzt wirklich mal mit richtig Licht dahinter sehen, wie es leuchtet, aber für 1.000 Euro. Also da muss ich mir noch einen Sponsor suchen. Also wenn ihr mich sponsern wollt, ne, dann schreibt mir gern. Wir stehen jetzt hier im Haus von den winkenden Frauen. Neben jetzt Small World, was jetzt komplett eingehüllt ist. Wen wir jetzt dann gleich treffen werden, wissen wir noch nicht. Das wissen wir nicht. Das ist wie eben in der Trainingsakademie. Es wird auf jeden Fall nicht so unterhaltsam wie in der Trainingsakademie. Ich glaube, die Prinzessinnen sind nicht so. Die sind alle immer so ein bisschen
schwierig. Schwierig. Die haben alle meistens eine schwierige Kindheit. Ne, da ist doch keine Prinzessin dabei, die irgendwann so ein bisschen normal... Ja, die wollen ja alle heiraten unter irgendwie alle ein schwieriges Elternhaus und so. Und das ist bei den Superhelden nicht so. Die sind einfach cool. Die wurden ja schon verheiratet unter 18. Das ist ja schon... Nee, das sind Tage. Das sind Existenzen. Die reden mit Vögeln. Und die reden mit Vögeln. Und die machen denen auch noch die Betten und so Sachen. Wir gucken mal. Also ihr werdet gleich sehen, wie wir getroffen haben. Aaron, your food prediction. Was? Where are you from? Germany. Yes. You understand English, everybody else. You're very prepared, I love it. Real princesses, meaning more princesses. And that makes you princess? No. No, you don't want to be princess. No. So, you're kings. They too, was ist langweilig auf Englisch? Boring. Yeah, it's too boring. Yeah. No, they live many adventures. They fight dragons. They it's too boring. Oh, okay. So who would actually... Superheroes, like Avengers Campus, yes. It's okay. Better. It's more action. Disneyland, you can do everything. Yeah. You can be a prince superhero if yeah. You want to. Some kids are going to want me, like a cowboy and the prince at the same time, and sometimes a space ranger. And yeah. You can do all of this. Das stimmt. Yes, exactly. Oh, it's Ben! Good! Good! First up, Mr. Manu. All right, but it's a celebration. Ja, das Meet and Greet mit Belle war wirklich mega, mega cool. Wir haben zusammen gewunken. Ich versuche euch das auch noch einzublenden, wenn ich es jetzt nicht vergesse. Und wir stehen jetzt hier bei Alice im Wunderland am Eisstand und holen uns das neue Eis, was sehr, sehr gut aussieht. Zeige ich euch aber jetzt gleich dann noch. Das ist das besagte Eis, bekommt ihr hier am Alice im Wunderland Labyrinth. Sieht sehr, sehr gut aus. Wie es schmeckt, erzähle ich euch dann gleich. Das Eis war sehr, sehr lecker. Es ist eine ganz, ganz große Portion, also ist echt sehr viel. Simone hat gerade gesagt, man hätte sich das auch teilen können, wenn man sich da zwei Löffel dazu nimmt, aber teilen ist ja gar nicht so mein Ding. Also ich teile schon gerne, aber essen nicht so gerne. Sieht man ja auch irgendwie, oder? Was machen wir jetzt weiter? Also ich denke mal, dass wir jetzt gleich mal zu Mickey Mouse gehen, denn ich habe Mickey Mouse schon ewig lang nicht mehr persönlich getroffen, also nach Corona noch überhaupt gar nicht, und das wollen wir jetzt erledigen. Würstchen? Würstchen! Achso. Passt ja zum Peterstein Eintopf. Wir stehen jetzt hier bei mit Mickey Mouse. Und ja, das ist eine Rezeption da vorne. Wir haben auch das Glück, dass wir durch Lotte, dank Lotte. Dank der Lotte. Ja. Hier rein können, ohne groß warten müssen. Zu müssen. Und jetzt geht's zu. Ja, gucken wir, was Mickey so sagt. Wahrscheinlich nix. Hi, Mickey. Da, hinter dir. How are you? Good? Yeah, well, very well. So Minnie this morning in her Parisian outfit. She looks lovely. Statt uns alle reinkommen zu bitten, fängt Simone schon mal ein Gespräch an. Sorry. Hello. Hallo. Guten Tag. Komm mal durch. Sven, geh mal durch. Geh mal da rüber. Genau. So, genau. Jetzt sind wir heute bei Mickey Mouse. Heute hier zu Gast in der, ja, wie heißt das? Das ist die Umkleidekabine. Hier habt ihr jetzt mal einen tollen Einblick, so ein bisschen Backstage. So sieht es bei Mickey Mouse hinten im Backstage-Bereich aus. Genau, er stellt das selber mal vor. Da seht ihr, da ist die Kleidung, aber es ist nicht das, na hier auch, lauter Accessoires. Ja, also so muss das sein. So ist es perfekt. Vielen, vielen Dank. Das war unser Treffen mit Mickey Mouse. Sehr witzig. Mickey Mouse hat uns mal so diesen Backstage-Bereich gezeigt, wie es denn so ist, ne? Hinten in den Umkleidekabinen, haben uns nett unterhalten, geknutscht. Ja, hat er jetzt nicht gesehen. So, und jetzt ist es soweit. Ihr wisst, bei jedem Ausflug schlägt irgendwann meine große Stunde. Und die ist genau jetzt. Und ihr habt jetzt ungefähr eine Sekunde darüber nachzudenken, wo es hingeht. Und ich sehe das dann jetzt, wenn ich schon direkt. Hallo!
Jena believed des métamorphoses. Hélas, les choses ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent. Tous les contes n'ont pas de fin heureuse. Tu peux aussi le voir, mais c'est tout le monde. Even you? And look at this. This chamber has no windows and no doors, which offers you this chilling challenge to find a way out. Par ailleurs, il n'y a ni porte, ni fenêtre. Par où sortir? Si vous ne trouvez pas le moyen de vous échapper, le fantôme des lieux se fera un plaisir de vous aider. Wir sind natürlich jetzt eine Runde Phantom Manor gefahren, das muss bei jedem Besuch sein und stehen jetzt hier am Central Plaza und wollen uns die Show Green and Shine Brighter anschauen. Sind auch hier im abgesperrten Bereich, können uns schön so ein bisschen am Gelände anlehnen und ich freue mich jetzt auf die Show. So ein paar Eindrücke zeige ich euch natürlich schon, aber ihr habt hier schon so viel Green and Shine Brighter gesehen, aber geht ja irgendwie immer. Das waren wieder ein paar
Ausschnitte von Dream and Shine Brighter zum 1000. Mal jetzt. Jetzt haben wir uns hier so ein bisschen in der Arkade, verkrümelt, was zu trinken gekauft, weil es ist echt warm und da haben wir jetzt die ganze Zeit in der prallen Sonne gestanden und ja, ich bin diesmal eingekettet und von daher, ich habe aufgepasst. Um 18 Uhr, also in gut anderthalb Stunden, versuchen wir es im Auberge de Saint-Denis. Ich bin gespannt, ob wir reinkommen. Achso, ich kann ja nichts sehen. Stimmt ja. Wie lange stehe ich schon hier? Das ist die große Frage. Das sehe ich heute Abend, wenn ich diesen Vlog schneide. Ja, und dann wollen wir uns ja noch Avengers Campus by Night anschauen. Campus by Night anschauen. By Night. Ich hatte ja auch noch das Ziel, mir eine Krone zu kaufen. Also das, was hier so an Kronen gibt, ist alles... Plastik. Nee, es ist kein Plastik. Es ist ja schon nett, aber für Frauen. Also ich ziehe mir hier nicht so ein Glitzerzeug an. Da müssten dann schon so Riesenklunker dran sein. Dann vielleicht. Aber nicht so klein. Also mal schauen, vielleicht kriegen wir da noch was. Aber wo wir was zu essen bekommen, ob wir was zu essen bekommen, ob wir königliche Begleitung haben, all das seht ihr dann nachher. Wir fahren Pinocchio, haben sie gesagt. Guck, wo wir sind. Ja. Überraschung. Ja. Jetzt geht die Tür auf. Jetzt kommt das Grauen. Gottes Willen. Trauma bekommen, weißt du? Ja. Versuch. Sieht jetzt ganz so aus, als ob wir jetzt wirklich bei Pinocchio wären. Aber das ist auch gruselig. Gar nicht so ganz so gut aus. Also wir haben gedacht, wir hätten Glück und hätten eine Reservierung für um 18 Uhr, aber
hat sich dann doch anders ergeben. Aber wir geben noch nicht so ganz auf. Fragen jetzt trotzdem dann nochmal. Das Restaurant macht um 18 Uhr auf und vielleicht haben wir ja Glück und vielleicht gibt es ja irgendwie eine Chance, dass wir da, wenn die sagen, okay, ihr habt nur anderthalb Stunden, dann haben wir nur anderthalb Stunden, aber sind dann nicht so glücklich, oder? Ja. Wir fragen einfach mal und wenn nicht, dann suchen wir uns irgendwas anderes. Irgendwo werden wir hier was zu essen finden. Also, es ist nicht das Auberge de Saint-Leon geworden. Wir sind jetzt im Plaza Garden und das beim Character Dining. Ja, hier haben wir tatsächlich dann noch in der Queue gestanden und haben dann noch einen Platz bekommen, ohne Reservierung. Also es gibt ja dann die extra Schlange, wo man sich anstellen kann, ohne Reservierung. Hier im Hintergrund seht ihr schon so ein paar Charaktere. Abends ist hier halt ein Dinner mit Charakteren für 69 Euro pro Person, aber es gibt natürlich Discount. Also ich habe jetzt 58 Euro mit einem Getränk bezahlt. Ob es dasselbe Buffet ist wie mittags, ich habe keine Ahnung. Ich bin sehr gespannt und werde es euch nachher auch mal zeigen. Ciao. Ja, das ist ein Bowl. Das ist mein Preis. Von Cinderella. Ja, danke. Ja, so läuft das hier. Also ihr setzt euch an den Tisch. Hier gibt es Sachen, also ihr setzt euch ganz normal, wie mittags auch an den Tisch. Und dann kommen die Charaktere dann an euren Tisch. So, remember, right? Ich fange jetzt einfach mal hier hinten an. Es gibt einen Schokoladenbrunnen. Ich weiß gar nicht, ob es den mittags auch gab. Dann natürlich die ganz normalen Süßigkeiten, die kennt ihr schon. Dann haben wir wieder den Lachs, wie mittags auch. Sieht im Moment eigentlich identisch aus wie Mittag, würde ich sagen. Aber das ist das, was sonst nicht. Genau. Oh, es gibt Schnecken, genau, und Garnelen. Also so ein bisschen Unterschied. Hier sind wir bei den Vorspeisen, verschiedene Salaten, Pasteten. Sieht alles sehr gut aus. Ich gehe auch noch mal die andere Seite ab. Wir haben wieder diese Teigtaschen, Käse. Hier wird für euch Fleisch aufgeschnitten, frisch. Ja, alles frisch gemacht. Dankeschön. Hier seht ihr Muscheln. Also es ist schon so ein bisschen noch hochwertiger. Das Essen jetzt die Muscheln und Schnecken und so mit dabei. Hier dann auch nochmal Desserts und natürlich ganz, ganz viele Macarons. Und hier kann man das jetzt gut sehen. Durchs Restaurant laufen die Charaktere dann wirklich Tisch für Tisch ab. Seht ihr dann jetzt gerade hinten Pluto und Mickey. Ziemlich cool. Also, was soll man sagen zum Character Dining hier im Plaza da? Du bist aber gar nicht fertig. Ich bin satt, also ich muss noch Dessert essen. Aber Dessert ist identisch, außer es gibt Schokoladenbrunnen. Habe ich euch ja schon gezeigt. Den gibt es mittags nicht. Das Essen ist genauso gut wie mittags noch. Das schon mal als erstes. Es gibt halt so ein paar Extras, wie die Muscheln, Garnelen und die Schnecken, die dann doch keine Schnecken sind, sondern Muscheln. sehr, sehr gute Qualität. Das Essen ist mega lecker. Es ist echt schade, wenn man nicht satt ist. Es ist so ein bisschen dieses Invention-Feeling. Die Menschen hat man halt schöner gesessen. Es war alles ein bisschen vulgar. Hier ist ja immer alles so ein bisschen, wie sagt man, laut im Plaza Gardens. Aber trotzdem, es ist schön. Es ist lustig, wenn die Charaktere an den Tisch kommen und dann Fotos mit einem machen. Sie nehmen sich natürlich jetzt nicht mega viel Zeit, aber der Laden hier ist brechend voll. Und wir müssen halt schauen, genau, dass jeder Gast da seine Chance bekommt, Fotos zu machen oder ein Autogramm zu sammeln. Simone sammelt ja im Moment Autogramme. Also es ist wirklich eine coole Sache, könnt ihr ruhig mal machen. Auch ohne Reservierung, seid einfach früh genug da. Wir waren jetzt kurz nach 18 Uhr da. Es gibt ja eine extra Queue-Line, also eine extra Warteschlange für die Leute, die keine Reservierung haben. Also von daher, fragt einfach mal an, weil es werden immer so oft hier Tische reserviert. Und es sind ja sehr, sehr viele Tische, die dann nicht besetzt werden, weil die Leute einfach ihre Reservierung nicht stornieren und dann fallen lassen. Jo, ich gehe jetzt auf zum Dessert. Ein Erlebnis muss ich euch noch erzählen.
Ich bin ja jetzt gerade dabei, die 40.000 Follower voll zu machen auf Instagram. Und Tigger ist öfters mal bei uns am Platz gewesen, hat dann kontrolliert und ich musste ihm dann immer meine Insights zeigen, wie weit ich denn bin. Wir haben ihm dann gesagt, er soll bitte allen Freunden aus dem Wald Bescheid sagen, Winnie Pooh, Christopher Robin, Ferkel, IA etc. Und hat er gemeint, er macht das und er kam dann öfters mal an den Tisch, hat dann immer wieder kontrolliert, wie sieht es denn aus und es fehlen halt noch ein paar. Wir haben ihm dann gesagt, dass wir morgen früh zum Frühstück auch wieder hier sind. Und dann meinte er, er wäre auch dann da, also er hat natürlich gestikuliert und er kontrolliert das dann morgen früh nochmal. Ich bin ja echt mal sehr gespannt, das wäre schon echt mega witzig. Wir sind jetzt nochmal im Avengers Campus und wollen uns den in der Dunkelheit mal anschauen, weil ich war ja bis jetzt nur tagsüber hier und jo, jetzt sind wir mal später da. Wie viel Uhr ist es eigentlich? Es ist 9 Uhr. Es ist 9 Uhr, die Studios haben jetzt zu, aber der Avengers Campus hat bis um 22.30 Uhr noch geöffnet, was ziemlich cool ist. Und deswegen nutzen wir das natürlich jetzt auch aus und ich meine, es ist immer so lange hinten im Disneyland Park, da machen wir jetzt mal was anderes. Schauen uns das Ganze hier mal bei Abend an und ich möchte auch noch ein bisschen was einkaufen. Das seht ihr dann noch in dem Video, was ich mir gekauft habe, aber habe ich ja schon eigentlich angekündigt. Ich habe ja letztes Mal den Spider-Bot vorgestellt und da gibt es ja Kostüme dazu und die haben ja dann auch wieder Funktionen. Und eines dieser Kostüme suche ich mir gleich aus und das zeige ich euch dann in den nächsten. Du kaufst dir auch eins? Zeige ich euch dann. Es ist hässlich. Es ist schön. Es ist hässlich. Es ist schön. Und teuer. Das stimmt. Da kommst du doch, guck mal. Ja. Aber das Ding ist, wenn ihr, ich weiß nicht mehr, genau, sehen wollt, worüber wir gerade gelacht haben, dann schaut bei Instagram nach, denn bei Instagram haben wir ein paar Reels hochgeladen. In den letzten, also heute und morgen werden wir was hochladen. Und ja, ich hoffe, dass ihr so ein bisschen was lachen könnt. Also die Atmosphäre hier auf dem Avengers Campus. Die ist schon wirklich besonders. Also alle Lichter funktionieren jetzt noch nicht, aber es sieht schon richtig, richtig cool aus. Also dieser ganze Bereich hier gefällt mir wirklich sehr gut. Ich bin total happy, dass es endlich auf ist. Wir mussten jetzt auch nicht mehr vorne irgendwie anstehen oder so und konnten direkt hier reinlaufen. Die anderen sind jetzt gerade hier auf Web Adventure, also fahren hier gerade noch mal eine Runde. Und ja, dann schauen wir mal, was wir noch machen. Also viel werden wir heute nicht mehr erleben, aber ich denke, der Vlog ist schon sehr, sehr lange geworden und ja, reicht auch irgendwann. Ich bin jetzt mal ein Stück weiter gelaufen. Hier haben wir jetzt einen schönen Blick auf Avengers Assemble Fly Force. Das gefällt mir richtig gut mit diesen LEDs, mit diesem Friday. Also das ist schon echt cool. Und wir sehen, jetzt meldet sie sich gerade wieder. I am Friday. Das ist schon ziemlich cool, die Atmosphäre. Da haben wir den Quinjet auch richtig schön beleuchtet. Himmel sieht natürlich jetzt gerade richtig cool aus. Da haben wir noch einen Blick auf die Stark Factory und hier nochmal runter auf Web Adventure Pym Kitchen. Ich habe mich mal noch ein Stück weiter runter bewegt. Hier haben wir den Ausgang von Web Adventure. Das ist ja der Store, also der Equipment Store. Hier sehen wir noch ein bisschen, sehen wir den schönen Himmel. Und die Trainingsakademie oder das Trainingscenter, was auch schon geschlossen hat. Ich habe es ja schon gesagt, den Spider-Bot habe ich euch schon vorgestellt. Und da gibt es ja Kostüme dazu. Und zwar gibt es hier ein Tactical Upgrade, so nennt es sich, für den Spider-Bot in Black Panther. Und in Iron Man und ich habe vor, natürlich auch eins mitzunehmen, um meinen Spider-Bot so ein bisschen umzudekorieren und euch genau zu zeigen, wofür diese Tactical Upgrades eigentlich gedacht sind. Da oben könnt ihr es dann auch nochmal sehen, da wird es nochmal genau beschrieben. Ich habe es ja schon gesagt, der Vlog hier, der wird schon echt lange werden, denn wir haben mega viel erlebt heute, auch natürlich dank Lotte war es ja dann möglich, dass wir bei vielen Sachen einfach keine großartige Wartezeit hatten, das war schon echt ziemlich, ziemlich cool. Lotte, wenn du das siehst, nochmal vielen, vielen Dank, das war mega cool und mega lieb von dir, dass du uns da mitgenommen hast. Wir hatten mega viel Spaß und wir werden morgen nochmal viel Spaß haben. Natürlich kommt dieser Vlog jetzt hier raus, wenn der Tag morgen auch schon vorbei ist, aber egal. Es war einfach ein perfekter Tag. Wir konnten so viel erleben, dass wir nicht ins Auberge konnten, war natürlich schade, aber im Plaza Gardens, es war einfach so toll. Wir haben so viel gemacht und so viel gelacht, haben generell heute so viel gelacht und der Abend ist ja noch nicht vorbei. Wir haben jetzt 21.26 Uhr und es ist gleich dunkel, auch wenn es jetzt in der Kamera nicht gerade so aussieht, weil ich gerade so ein bisschen beleuchtet werde. Aber wir haben auch noch gerade liebe Leute getroffen, haben viel für Instagram gemacht und
schauen mal, was der Samstagabend heute noch so bringt. In dem Bereich bin ich jetzt im verbotenen Bereich. Hier ist erlaubt. Das war's für heute. Also ich glaube, der Blog war lang genug. Ihr habt jetzt genug gesehen. Wir waren den ganzen Tag unterwegs, haben viel erlebt. Kommt sie schon wieder angeschlichen. Okay. Alle. Ja. Ja, mach laut, mach. Ja, okay. Das irritiert mich gar nicht. Genau, richtig. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über einen... Ich kann den Daumen jetzt nach oben, Daumen nach oben freuen. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, natürlich auch über ein Abo. Und, was ich vergesse, aktiviert die Glocke. Genau, damit ihr keins der nächsten Videos mehr verpasst. Wir sehen uns morgen zur Princess Week wieder. Und alle als Prinzessin. Genau. So sieht das aus. Morgen zur Princess Week. Also, wir sehen uns. Bis dahin. Na? Bye, bye.